Hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 2. Ich war jetzt eine sehr lange Zeit nicht mehr auf diesem Server online und habe auch eine sehr lange Zeit nichts mehr gezeigt, was ich davor gemacht habe, weil ich einfach nicht die Zeit dazu hatte. Einerseits hat sich mal wieder unser Feldersystem aufgehängt. Ich weiß nicht, ob ich das nicht sogar wegmache, weil es furchtbar ineffizient ist. Wir produzieren hier hinten mit einfach... LOL. Ich würde sagen, die Trashcan hat nicht so ganz gemacht, was sie machen sollte. Warum ist hier nicht Gunpowder auf der Whitelist? LOL. Alles klar. GG. Also, damit haben wir bestimmt so 10 Millionen Redstone verschwendet. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal jemand hier auf dem Server online war. So, dieses Teil hat weiter Treibstoff. Muss ich mal checken. Ja, genau. Funktioniert alles noch. Das hier ist auch voll. LOL. Ist das ME voll oder was? Hä? Muss ich mal später gucken. Ansonsten sind hier lauter Sachen. Keine Ahnung, was das hier wieder ist. Ich, wie gesagt, habe hier lange nicht mehr geguckt. Und das, was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, ist einmal... Ach ja, genau. Erstmal mein Inventar. Ich habe es leider nicht lassen können. Da habe ich diese Draconic Chestplate. Draconic Rüstung gecraftet. Mit dem Draconic Stuff. Denn dazu muss man den Chaos Dragon killen. Das werde ich auch auf jeden Fall nochmal machen. Aber ich wollte es halt eigentlich erst ausprobieren. Denn es wäre blöd, wenn so Folge... So, wir killen jetzt den Chaos Dragon, dann Zeitraffer, wie man 10 Millionen Blöcke weit fliegt. Naja, nur 10.000, aber egal. Wenn man 10.000 Blöcke weit fliegt und dann letztendlich one-hitted wird oder sowas. Und um das zu verhindern, habe ich... Ja, es erst ausprobiert und dann... Also zusammen mit Wizard und dann so, ja komm, dann machen wir gleich noch einen, haben die volle Rüstung. Also haben wir dann gleich die Rüstung gemacht. Und gleichzeitig noch einen Energy Core. Und dieser Energy Core, wenn ich da mal Rechtsklick drauf mache, seht ihr im Chat, wie viel der schon gespeichert hat und wie viel er kann. Und es ist so enorm viel, was er schon gespeichert hat. Und hat noch nicht mal 10%. Der Server läuft irgendwie seit 5 Tagen, ohne dass ich hier drauf war. Und hat 10% geschafft. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das dauern würde, bis das voll ist. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Ansonsten in der Mobfarm hier oben ist jetzt, soweit ich weiß, ein... Spawner drinne, ein Creeper Spawner. Soweit ich das hier beurteilen kann, gibt es mit dem ein Problem, dass die Creeper die ganze Zeit drauf springen, drauf spawnen, nicht runtergehen, lol. Okay. Und ja, ansonsten zeige ich mal schnell das Questbook. Denn da sieht es so aus, als würden wir bald durch sein. Ich bin momentan, beginnen wir hier vorne, haben wir alles gemacht, kein Problem. Hier, use a sprinkler to water a farm. Können wir noch machen, ist kein Problem. Lol, hat sich das gerade aufgehangen? Ah, alles klar. Es hat sich gerade aufgehangen, GG. Gut, weiter geht's. Also, use a sprinkler, machen wir noch. Das ist kein Problem. Plant a flower in 5 biomes, schaffen wir auch easy. Travel to the deep dark. Dafür habe ich gleich was vorbereitet. So, jetzt Power. Das ist... Jetzt alles, was mit Big Reactor, damit möchte ich mich erst ganz zum Schluss beschäftigen, denn ich finde, dass das ein nicht so sinnvoller Mod ist. Ich meine, ja gut, man kann viel Energie damit erzeugen, aber man braucht halt viel dazu. Und unsere Solarpanels, so wie sie hier momentan sind, reichen einfach vollkommen aus mit der Energiegewinnung und es würde jetzt nicht mal unglaublich viel mehr produzieren. Das heißt, ja, achte ich jetzt nicht als unbedingt sinnvoll. So, Product 1 Million RF pro Tickt. Ich weiß nicht, ob wir es schon geschafft haben, muss ich mal gucken. Und dann Automated Farm with Farming Station. Das ist etwas, was tatsächlich schon gemacht ist. Hier drüben, da ist eine Farming Station gewesen. Nee, doch, da ist sie. Da ist eine Farming Station mit Nether Thriller Crops. Das heißt, das haben wir geschafft. So. Die Ender Pouch Ender Chest, das ist das, was da unten steht beim Laser Drill.
Das ist auch gemacht. Craft and use the Ender Query. Dazu kommen wir auch gleich. Dann Age of Dragons. Bla bla bla, haben wir alles. Draconic Picks, das Zeug fehlt noch. Okay, 4 Cast Rings haben wir noch nicht. Make a Charm of Dislocation haben wir noch nicht. Dann Resurrect One of the Dragons, noch nicht gemacht. Fill a Draconic Battery, dabei sind wir dabei. Jump between two tamed dragons. Heißt, wir brauchen 2 gezähmte Drachen. Und ich guck mal, ob wir zufällig noch ein Drachenei rumliegen haben. Nee, haben wir nicht. Lol, wir haben halt mal easy 1400 Mob Souls. Oh, wir haben schon hier Stuff of Power. Lol, also ob der 80 Attack Damage macht. Der macht halt easy mal mehr Attack Damage als die Picke, als das Schwert. Lol, was geht denn mit dem? What the fuck? Alter! Okay, ja, ich würde sagen, das ist relativ nice. So, dann hier Age of Übertreibung. Riesige Ender Query, bla bla bla, da sind wir noch nicht. Das heißt, ich zeige euch erstmal, was vorbereitet ist. Und zwar steht hier ein Portal zum Deep. Da machen wir mal Rechtsklick drauf. Dann lädt es jetzt sehr, sehr lange. Und danach sollte das Deep Dark laden. Ah, sehr schön. Ich hoffe, es hängt sich jetzt nicht wieder auf. Gut, da sind wir jetzt hier in diesem Raum im Deep Dark. Geht's mit Elevators nach unten? Eigentlich. Also eigentlich sollte es mit Elevators nach unten gehen. Okay. Es geht mit Elevators nach oben. So, und dann steht hier oben bereits eine nette Ender Query, die sehr, sehr tief nach unten gräbt. Ich frage mich nur gerade, warum hier so viel Erde ist. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Hier ist irgendwelche Infused Stone von Soundcraft. Und was ist jetzt hier so? Ist es irgendwie voll oder hat die Ender Query keinen Strom mehr? Lol, wieso hat die Ender Query keinen Strom mehr? Ja gut, ich würde sagen... Nein, mein Draconic Sword. Ich würde sagen... es funktioniert nicht so richtig. Ich gönne mir mal den Hauptstrom. Zapp da was ab. Okay, jetzt sollte die Ender Query wieder funktionieren. Mal sehen, ob man das hier irgendwie sehen kann. Das hier ist die Query. Kann man das irgendwie konfigurieren? Ja, okay. Vielleicht kann man hier sehen, dass sie was abbaut. Ja, genau, da sieht man das. Und was geht jetzt mit der Draconic Chest? Wieso bekommt die jetzt keine Energy? Boah, schlimm. Ha, wie sie halt instant voll wird. Okay, dann würde ich sagen, baut das jetzt hier schön weiter ab. Mal sehen, ob wir das irgendwo sehen können. Alles klar. Ah, jetzt sind wir erstmal hier unten. Cool. Alter, sieht das geil aus. Ich war noch nie im Deep Dark, das ist jetzt meine erste Erfahrung damit. Ich weiß nur, dass man sich nicht zu lange im Dunkeln aufhalten sollte. Darum gehe ich mal wieder hoch. Ich habe keinen Bock zu sterben. Gut, ich würde sagen, die Ender Query funktioniert jetzt hier wieder. Das mit dem Deep Dark funktioniert auch. Das heißt, wir können jetzt erstmal wieder schnell zurückreisen. Und genau hier die Ender Query machen lassen. Und damit können wir dann auch den Punkt mit der Ender Query und dem Deep Dark abhaken. Das heißt, jetzt müssen wir nur nochmal ein paar Car Strings killen. Und ich würde sagen, oder erstmal abhaken. Ender Query. Craft and use Ender Query. Und Travel to the Deep Dark ist jetzt auch erledigt. Ups, so. Okay, und naja, gut. Vielleicht wird es diese Folge eher weniger was mit dem Chaos Dragon. Ich meine, da muss man 10.000 Blöcke fliegen. Alles klar, was geht mit dem Baby-Zombie? Der hat doch garantiert Speed-Hack. Ich töte den jetzt. Ich halte erstmal 20 Mal nicht dran. Hä? Bitte was? Wie es ihn halt nicht juckt. Ach, jetzt ist er tot. Okay. Wir haben 1,4 Millionen Blaze Rods. Alles klar, das läuft auf jeden Fall. 105.000 Dias. Jede Menge Eisen. Fast mehr als 1 Million Iron Ore Gravel. Das müssen wir mal unbedingt umcraften. Hier, das will ich euch mal noch schnell zeigen. Ich habe für diesen Floral Fertilizer
Irgendwo hier ist wieder ein Security Terminal, wo mein Name nicht eingeloggt ist. Jetzt muss ich das erstmal wieder finden. Hier. Ich würde sagen, ich baue das mal kurz ab. Ne, warte, da muss das garantiert rein. Ja. Ich habe jetzt bestimmt irgendwas mit Wireless und eh kaputt gemacht, aber egal, jetzt kann ich erstmal wieder drauf zugreifen. So. Fertilizer. Hier. Das ist diese Dinger von Botania, mit dem man diese magischen Pflanzen erzeugen kann. Ich habe dafür einen Autocrafting gemacht. Oh, kann der Typ mal aufhören, die ganze Zeit meine Travel Dings hier auf privat zu setzen? Hä? Oder warum wurde es gerade nicht angezeigt? Hm, okay. Und diesen Fertilizer tut man hier rein. Dann habe ich da drüben ein kleines System, was diesen Floral Fertilizer immer hier reinpackt. Dann automatisch hier diese Autonomous Activator die Sachen abbauen. Und dieser Floral Fertilizer hat verwendet wird, so viel wie man haben will. Und ich kann das Ganze autocraften. Also ich kann sagen, so, das will ich haben. Ich habe jetzt natürlich keine Blumen mehr. Ja. Okay, was haben wir noch so Schönes? 800 Silizio-Essenzen. Ich will mal gucken, wie viel Nether Stars. 334 läuft. Auf jeden Fall. 6000 Enderperlen. Okay. Ich will mal gucken, warum unser Importsystem hängt. Oder woran es hängt. Denn irgendwie funktioniert das ja mit den Enderperlen. Ich bekomme gerade keine neuen Enderperlen. Dann gucke ich mal, ob ich Solarpanels autocraften kann. Es sind halt noch welche mit E drinne. Es fehlen Eisen. Wir müssen unbedingt mal ganz viel Eisen durchschmelzen. Okay, schon gecheckt. Lol. Da habe ich hier wirklich. Ich glaube, ich habe gefunden, warum unser ME so zugemüllt ist. Okay. Ja, gut. Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Und ja, jede Menge Lootbags, die da gar nicht reingehören. Sonst ist nicht viel dazu gekommen. 38 Lederboots. Ah, alles klar. Muss unbedingt meine Trashcan hin. Unbedingt meine Trashcan. Es werden so viele verdammte Sachen verwendet, die wir gar nicht, die wir so sparen könnten. Mal gucken, ob ich mir nochmal neue ME 16K-Sales machen kann. So zwei Stück. Es fehlt das Zertusquarz. Wir haben übrigens wir hatten einen kompletten Drive voll mit denen. Da sind welche. Da sind welche. Okay, wir haben einen kompletten Drive voll mit diesen Teilen, mit den 16KME Storage Cells. Das ist doch mal nice. Okay. Ich würde sagen, jetzt habe ich mal so ein bisschen gezeigt, was passiert ist, obwohl ich jetzt irgendwie ewig nicht online war. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.